Ja, herzlich willkommen zum virtuellen Pressbriefing zum Thema aktueller Stand zu Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 und Ausblick. Mein Name ist Volker Stolz und ich leite das Science Media Center. Die Bundesländer planen noch in diesem Jahr mit ersten Impfungen gegen SARS-CoV-2 zu beginnen, sollte die EU-Kommission vor Ende des Jahres über die Zulassung des mRNA-Impfstoffs der Pharmakooperation BioNTech-Pfizer entscheiden. Im Januar soll es weitere Beratungen zu einem weiteren Messenger-RNA-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna in der EU folgen. Neben diesen aktuellen Prüfverfahren begutachtet die Europäische Behörde bereits zwei weitere Vektorimpfstoffe der Pharmakonzern AstraZeneca und Johnson & Johnson im sogenannten Rolling Review-Verfahren. In den kommenden Monaten werden also vermutlich mehrere Impfstoffe in Deutschland verfügbar werden, die sich durchaus voneinander unterscheiden, was Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit angeht. Zu Beginn wird allerdings nicht nur in Deutschland extreme Knappheit herrschen. Daher stellt sich neben den STIKO-Empfehlungen beispielsweise in aller Schärfe die Frage, welcher Impfstoff ist der richtige für wen? Und kurz vor den ersten Zulassungen in der EU und ersten Impfungen bei Hochrisikogruppen wollen wir daher noch einmal wichtige Fragen zu Impfstoffen mit Fachleuten beantworten und Raum geben für Ihre Fragen. Wie immer können Sie diese bereits im Chat stellen, bitte mit der Einstellung an alle, damit meine Kollegin das an mich weiterreichen kann. Und wir werden wieder, wie immer, einen Mitschnitt und auch ein Transkript auf der Webseite möglichst schnell zur Verfügung stellen, wahrscheinlich morgen. Wer von Ihnen schon vorher Material dieses Aufzeichnung benötigt, kann sich bei uns melden unter Redaktion sciencemediacenter.de. Als Experten sind heute dabei Professor Dr. Peter Kremsner, herzlich willkommen, Direktor des Instituts für Tropenmedizin Eberhard Karls Universität Tübingen. Und er ist auch beteiligt an den klinischen Studien Corona-RNA-Impfstoffkandidaten der Firma CureVac, die, soweit ich ihn verstanden habe, seit einer Woche auch in einer Phase-3-Studie auch in Deutschland geprüft wird. Dann haben wir Professor Dr. Leif Erik Sander, herzlich willkommen. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung und Oberarzt in der Medizinischen Klinik für Infektiologie und Pneumologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und ich wollte gerne mit Herrn Sander anfangen. Wie schätzen Sie im Moment die Lage bei den Impfstoffen? Ist ein bisschen unübersichtlich für den Laien. Es gibt einige RNA-Impfstoffe, die so ein bisschen die Nase vorne haben vor den Vektorimpfstoffen. Und auf die hatte auch Europa stark gesetzt, also was die Mengen der bestellten Impfstoffe angeht. Wie bewerten Sie die Lage aktuell zu den Impfstoffen aus deutscher Sicht? Wo stehen wir da jetzt kurz vor Weihnachten? Also vorweg ist sicherlich zu sagen, dass das natürlich eine hervorragende Entwicklung ist, in so kurzer Zeit wahrscheinlich mehrere hochwirksame Impfstoffe gegen diese neue Infektionserkrankung zu entwickeln. Natürlich kamen auch viele begünstigende Faktoren dazu. Und ich beurteile die Lage insgesamt da als sehr positiv. Es ist ja wirklich ein ja, nie dagewesener Erfolg, dass wir jetzt schon einen zugelassenen Impfstoff in vielen Teilen der Welt haben, der anscheinend eine 95-prozentige Wirksamkeit hat. Also da bin ich guter Hoffnung. Jetzt müssen wir absehen, wie schnell auch entsprechende Dosen zur Verfügung gestellt werden können. Ich glaube, logistisch laufen die Vorbereitungen so, dass wir da auch in der Lage sein werden, die Impfstoffe den Leuten zukommen zu lassen, die sich impfen lassen möchten. Und das hoffen wir ja alles, dass viele Menschen sein werden. Also ich blicke da jetzt optimistisch drauf und sicher wäre es positiv, wenn wir noch weitere Impfstoffe wenn weitere Impfstoffe noch die Studien erfolgreich abschließen könnten und wir weitere Zulassungen bekommen könnten von wirksamen Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Was würden Sie jetzt aus der Sicht des Publikums sagen? Sind die Impfstoffe, die kommen werden, eigentlich mehr oder weniger dann aus Ihrer Sicht ähnlich oder sollte man da unterschiedlich drauf gucken? Oder sind das sozusagen Marginalien aus Ihrer Sicht? Oder sind das relevante Unterschiede? Vielleicht können wir dann gleich noch mal ein bisschen da genauer reinschauen. Wie schätzen Sie das ein, die Daten, die Sie bisher gesehen haben? Also die Daten, die ich bisher gesehen habe zu BioNTech/Pfizer und zu Moderna, die ähneln sich zum einen von der Wirksamkeit her, auch von der Reaktogenität, also diese Impfreaktionen her, die sie auslösen und vom Sicherheitsprofil. Die sind aber auch biologisch also vom Wirkprinzip her sehr ähnlich. Das sind eben zwei so nukleosid-modifizierte mRNA-Impfstoffe, die für das Full-Length-Spike-Protein kodieren. Also im Prinzip sind die von der Bauart sehr ähnlich, werden zweimal gegeben, einem Abstand von 3, anderem Abstand von 4 Wochen. Also das sind aber eben eher so Nuancen. Dann aber kommen ja nochmal ganz andere Technologien mit den Vektorimpfstoffen, wo uns eben bislang nur
also zumindest sozusagen diese aus der Phase 3, die Daten bekannt sind von Astra. Das ist sicherlich dann nochmal ein bisschen anders zu betrachten. Ich bin auch gespannt, wie die Proteinimpfstoffe insbesondere von Novavax abschneiden werden. Das ist ja ein adjuvantierter Impfstoff, der aber auch auf so eine Nanopartikulierung setzt, was, glaube ich, in den Immunogenitätsdaten aus der Phase 2 erstmal auch sehr vielversprechend aussah. Bin ich gespannt, wie wirksam die sein werden. Und ich glaube, das wird einfach gut sein, da ein Portfolio zu haben, zum einen mehrere Hersteller. Das sehen wir auch, dass wir dann auch auf eventuelle Lieferengpässe und so weiter besser reagieren könnten. Und auch, ob man im Verlauf vielleicht sehen kann, ob bestimmte Impfstoffe sich bei bestimmten Bevölkerungsgruppen besser eignen. Gut, erstmal vielen Dank für das Eingangsstatement. Dann würde ich jetzt übergeben an Herrn Professor Kremsner. Wie stellt sich die Lage aktuell aus Ihrer Sicht dar, was die Impfstoffe und die Verfügbarkeit angeht und die Wirksamkeit und Sicherheit? Ja, ich kann nur Kollegen Sander recht geben. Es ist sehr gesund, wenn wir mehrere Impfstoffe haben. Ich hoffe, dass wir so mindestens 10 oder 20 verschiedene Impfstoffe möglichst mit unterschiedlichen Plattformen hinkriegen werden bis Mitte oder Anfang Mitte nächsten Jahres. Das ist bestimmt gut. Allein was den Preis angeht, wird das dann eine wichtige Rolle spielen. Und dann kann auch der geneigte und der informierte Verbraucher letztlich selber wählen. Wir sind ja alle Covid-Experten. Sie haben uns jetzt eingeladen. Also ich bin seit Januar jetzt mit dieser Erkrankung vertraut, aber jeder kann die Zeitung lesen. Und was meine Studien angeht, weiß ich natürlich schon ein bisschen mehr als Sie. Aber den Rest lese ich auch in der Zeitung oder in Zeitschriften. Also da muss man dann sehen, wofür man sich entscheidet. Im Moment sieht es so aus, dass die Wirksamkeiten etwas unterschiedlich sind. Also AstraZeneca mit 60% liegt da schon deutlich hinter den beiden anderen, wie Herr Kollege Sander gesagt hat. Aber von der Verträglichkeit schauen die alle ziemlich ähnlich aus. Mhm. Vielleicht sagen Sie noch kurz, wir haben kurz vorher im Vorgespräch gesagt, die Phase-3-Studie von CureVac, wo Sie auch selber beteiligt sind, die ist jetzt auch in Deutschland letzte Woche gestartet, richtig? Genau. Ich habe aber keine Beteiligung an CureVac. Ich wünschte, ich hätte eine. Das würde sich jetzt echt lohnen. Da könnte man ordentlich Geld machen, so wie es ausschaut. Die sind ja von einem eigentlich sehr kleinen Unternehmen zu einem Riesenspieler geworden. Innerhalb von ein paar Monaten ein Wachstum, das man erstmal hinkriegen und auch verdauen muss. Aber wir haben tatsächlich hier in CureVac auf dem kurzen Dienstweg, ich kenne auch die Gründer sehr gut und die Chefs der Firma, eine Studie begonnen am 18. Juni, die Phase 1 Prüfung, das erste Mal im Menschen, haben diese gut über die Runden gebracht mit einer Dosis-Eskalation von 2 Mikrogramm über 4, 6, 8, 12, 16 und 20 Mikrogramm und haben dann die beste, gerade noch auf jeden Fall gut verträgliche Dosierung, die sehr immunogen war, ausgewählt. 12 Mikrogramm haben die Phase 2 dann in Lateinamerika gemacht und seit einer Woche läuft die weltweite Phase 3 Prüfung im Wesentlichen in Europa und in Lateinamerika. Und ja, wir rekrutieren, was das Zeug hält. Mhm. Da gibt es ja jetzt diese interessante Diskussion, darf man noch in Ländern, in denen der Impfstoff zugelassen ist, weiterhin placebo-kontrollierte Studien laufen lassen oder muss man den Menschen nicht die Möglichkeit geben, praktisch sich mit den zugelassenen Impfstoffen, wie antworten Sie Ihren Patientinnen und Patienten oder Probanden besser gesagt in Ihrer Studie, was sagen Sie denen oder auch Herr Sander vielleicht darauf eine Antwort, wie sehen Sie das? Ja, dann fange ich vielleicht mal an. Also das sind keine Patienten, wir machen sie dann allenfalls zu Patienten, wenn sie Nebenwirkungen haben, was durchaus vorkommen kann. Bei den eher 2/3 der Probanden ist das dann so, dass sie zum Patienten werden nach einem Tag, aber die Nebenwirkungen halten sich schwer in Grenzen. Also das ist im Wesentlichen schon eine ordentlich verträgliche Impfung. Und das ist ein Hauptthema, das Sie angesprochen haben, jetzt bei der Rekrutierung, die am laufenden Band läuft. Und es ist natürlich so, dass nach der Deklaration von Helsinki und den Richtlinien, die wir international befolgen, ICHGCP, es nicht mehr möglich ist, placebo-kontrollierte Studien in einem Land zu machen, wo es bereits einen goldenen Standard zugelassen gibt. Und deswegen wird es dann ab dem nächsten Jahr schwierig sein, die Studien in der Art weiterzuführen. Wir werden letztlich hier uns rückversichern müssen mit den Ethikkommissionen und mit den Regulatoren, wie wir dann weitermachen. Wir versuchen jetzt zu rekrutieren, was das Zeug hält und möglichst noch vielleicht als letzte
Phase-3-Studie weltweit überhaupt noch Wirksamkeitsdaten Anfang nächsten Jahres hinzukriegen. Wir sind zuversichtlich, optimistisch, das muss man immer sein, aber es wird sich im nächsten Jahr ändern und die Leute werden natürlich aussteigen und die sind ja alle gescheit, also so gescheit wie ich auf jeden Fall, die bei uns hier teilnehmen und die werden, da brauche ich gar nichts dazu machen, sich selber testen und dann herausfinden, in welcher Gruppe sie sind. Und wenn sie in der Placebo-Gruppe sind, einen anderen Impfstoff kriegen können und wollen, dann werden sie das machen und das ist ihr gutes Recht. Da kommt direkt noch eine Nachfrage hier an Sie. CureVac testet ja in einer Phase des höheren Infektionsgeschehens. Sie haben es gerade schon angedeutet. Bedeutet das, dass die Studie dann auch relativ schnell, 6 bis 8 Wochen wird hier gefragt, eine erste Auswertung ziehen kann, weil dann ausreichend Probanden sich sozusagen infiziert haben werden? Rechnen Sie mit so einem straffen Zeitplan, dass das klappen könnte noch? Ja, wenn es nach mir ginge, auf jeden Fall. Es kommt halt Weihnachten dazwischen. Das ist einerseits sehr schön, andererseits ein Problem mit der Rekrutierung und mit dem Fortführen der Studie. Wir werden versuchen, so viele wie möglich jetzt auch noch vor dem 24. Dezember und dann auch über die Festtage, soweit es geht, einzuschließen. Und dann sehr schnell in den allermeisten Ländern, in allen Ländern, die wir jetzt drin haben, das sind 11 Länder, glaube ich, gibt es sehr hohe Infektionszahlen, dann sehr rasch auch zu Wirksamkeitsdaten zu kommen. Wenn wir Glück haben, sind wir im März soweit. Und wie hoch ist die Bereitschaft, teilzunehmen? Sie sagten es gerade, in Deutschland. Können Sie sich die Bereitschaft ist großartig. Die Leute rennen uns die Türen ein. Aber das wird sich natürlich ändern. In dem Augenblick, wo wir einen Impfstoff haben, wird sich das ändern. Da muss man auch kein Hellseher sein. Noch könnten wir Tausende pro Tag aufnehmen. Wir nehmen derzeit so 50, 60 pro Tag auf. Viel mehr geht nicht, wenn man das geordnet machen will. Herr Sander, vielleicht nochmal zu der Placebo-Problematik. Wie schätzen Sie das ein? Herr Kremsen hat schon gerade gesagt, die Leute werden dann sozusagen umswitchen. Was ist eigentlich, wenn ich schon eine Impfung jetzt von CureVac oder von Johnson & Johnson oder von jemand anders hatte? Und dann auf einmal sage ich, will jetzt den Impfstoff von BioNTech haben, weil der da ist. Geht das überhaupt? Also ich, das, was Herr Kremsner gesagt hat, da brauche ich gar nicht viel zu ergänzen. Das ist eben dieses ethische, ja, einfach die Sachlage, dass wenn Sie jetzt schon einen zugelassenen Standard haben, dann müssen Sie dagegen testen und dann haben Sie das Recht. Natürlich wird in der Anfangszeit jetzt noch die Problematik sein, dass diese Impfstoffe, auch wenn noch zugelassen, nicht allseits verfügbar sein werden, sodass vermutlich die Placebo-Gruppe ja noch eine Weile erhalten bleibt, denke ich mal. Die Frage wird ja sein, ob man den Probanden aktiv anbieten muss, dann sozusagen nach der Zeit dann Crossover zu machen. Da kann vielleicht Herr Kremsner noch was zu sagen. Also ich glaube, das ist eine Problematik, die noch nicht ganz zu Ende diskutiert ist. Die Frage nach sozusagen sequentiellen Impfungen mit verschiedenen Impfstoffen, das ist natürlich in keiner Studie getestet. Da gibt es jetzt ja die Überlegung von AstraZeneca und Oxford, das zu machen, das zu kombinieren, heterolog mit den zwei verschiedenen adenoviralen Vektoren. Aber das wird dann eben erprobt vom biologischen Wirkprinzip, dass die richten sich gegen dasselbe Antigen. Ich glaube, dass sie sowohl durch eine natürlich einen Kontakt mit dem natürlichen Virus sich eine natürliche Immunität boostern können und natürlich auch durch den Kontakt mit einem anderen Impfstoff das Antigen sich dann wieder boostern können. Ob Sie, wenn Sie beispielsweise schon eine gute und wirksame Immunität durch einen mRNA-Impfstoff aufgebaut haben, dann nochmal mehr erreichen können durch eine weitere Impfung, das weiß ich nicht, das wird auch nicht getestet sein. Die Frage, ob die sich stellt irgendwann, ob sequentielle Kombinationen von Impfstoffen sinnvoll sind, das kann irgendwann mal ein Thema werden, vielleicht bei bestimmten Indikationen, aber aktuell stellt sich die Frage für mich nicht. Ah, Herr Kremsner noch mal? Ja, vielleicht noch dazu. Wir machen das ja auch inzwischen bei anderen Indikationen mit anderen Infektionskrankheiten auch so. Also man muss es testen, das ist das Wichtigste, aber im Wesentlichen ist schon das meiste mit dem Allermeisten kombinierbar. Und ja, eher hilfreich als nicht impfen. Und was wir jetzt geprüft haben, zum Beispiel auch andere zum Teil, ist, dass wir auch Seropositive geimpft haben, solche, die schon Covid-19 hatten, in unterschiedlichen Verlaufsformen. Da haben wir sehr viele jetzt auch schon, die wir geimpft haben. Und da zeigt es sich, dass die natürlich eine super Auffrischung kriegen und eine sehr gute Immunabwehr dann nach dieser Impfung schon nach einer und erst recht nach 2 Impfungen haben und dass sie die Impfung auch deutlich besser vertragen als die noch Naiven und eben solche, die noch nicht Covid-19 hatten.
Verstehe ich das richtig, dass Sie durchaus auch Menschen, die schon, also wenn es jetzt verfügbar wäre, der Impfstoff und nicht jetzt so knapp ist, die schon bereits eine Covid-Infektion hinter sich, SARS-CoV-2-Infektion hinter sich hatten, durchaus nochmal so eine Booster-Impfung gebrauchen könnten? Naja, das wissen wir noch nicht. Das können wir schlicht noch nicht sagen. Was wir jetzt sagen können, so wie es ausschaut aus den Daten, sie schadet nicht, scheint eher zu helfen, was die Immunabwehr angeht, aber es gibt keinen Hinweis, dass es irgendeinen Schaden macht. Aber zuerst sollte man natürlich die über 65-Jährigen impfen. So würde ich das machen und nicht so kompliziert, wie es jetzt angeblich der Fall ist, sodass man gar nicht weiß, wann man drankommt. Ich habe hier eine Frage von draußen, die bezieht sich auf eine Frage, die schon oft auch diskutiert wurde, an beide, glaube ich, von Ulrich Bransen von der Zeit. Welche Informationen sind verfügbar zur Verhinderung symptomatischer Infektionen bei den Impfstoffen, die wir bisher schon ein bisschen Daten zu haben? Herr Kremsner, Herr Sander, wer möchte anfangen? Herr Kremsner vielleicht, also was würden Sie da sagen? Wie sieht's aus? Nicht nur die Schwere der Erkrankung, sondern auch Infektionen. Wie weit ist da die Erkenntnislage aus Ihrer Sicht? Naja, also noch können wir nicht sehr viel sagen. Aber es wäre ideal, könnten wir Infektionen verhindern, dann würde der Rest ja sich eingespart haben. Das Wichtige ist im Moment, dass wir, und so sieht es aus, die Erkrankung verhindern können mit den mRNA-basierten Impfstoffen. Und das ist das erste Ziel, das wir jetzt haben sollten, bei den über 65-Jährigen da zu impfen. Und dann haben wir auch im Wesentlichen kein Problem mehr. Die Jungen brauchen sowieso nicht, individuell gesehen. Und wenn wir einen Impfstoff haben, der auch die Infektion verhindert, dann sollten wir versuchen, möglichst die gesamte Bevölkerung durchzuimpfen oder so viele, die eben wollen. Ich meinte natürlich die Verhinderung von asymptomatischen Infektionen, gerade eben, also dass man die Übertragung von dem Geimpften auf eine weitere Person verhindert. Herr Sander, wie sehen Sie das? Ja, ich stimme dem zu. Ich glaube, dass uns liegen ja für die beiden Impfstoffe Daten aus Primatenmodellen vor, die nahelegen, dass zumindest dort eine Reduktion stattfindet, auch sozusagen der Viruslast auch in den oberen Atemwegen, was schon mal ein gutes Zeichen wäre, eine Verkürzung der Ausscheidung der Viren. Auch das wäre ja schon ein Erfolg, wenn man, sage ich mal, verhindern könnte, dass es zu weiteren Superspreading-Events kommt, in der Gestalt, dass Personen nicht mehr so viel Virus auch ausscheiden. Aber das wissen wir noch nicht genau. Ich glaube, die Studie an dem AstraZeneca-Impfstoff hat in einer Gruppe in England auch Abstriche gemacht und sieht da eine gewisse Reduktion, aber das ist auch nicht so durchschlagend. Meine Frage wäre von mir an Herrn Kremsner, inwiefern in der Phase 3 CureVac-Studie in irgendeiner Subpopulation auch abgestrichen wird, weil das sind natürlich Daten, die sehr interessant wären. Ja, das machen wir. Wir versuchen alles zu detektieren. Von Infektion über milde Infektion und schwere Infektion und Tod. Das haben wir alles vorgesehen, aber es wird halt noch eine Weile dauern. Und wie man bei den anderen sieht, ist es gar nicht so leicht, diese Daten zu kriegen. Und bei den Affenversuchen sieht es danach aus, aber ich bin immer sehr skeptisch. Bei Tierversuchen insgesamt, also bei der Maus ist es furchtbar, oder beim Hamster, aber auch bei Affen, die uns ja sehr ähnlich sind, also wenigstens was das Ausschauen angeht und auch die genetische Zusammensetzung, ist es sehr, ja, schwierig, da wirklich Rückschlüsse zu ziehen. Ich nehme das Beispiel Remdesivir bei Ebola. Das wirkt zu 100% bei den Affen und zu 0% beim Menschen, wenn Ebola da ist. Und genauso bei Covid-19, Remdesivir beim Affen super, beim Menschen aus meiner Sicht 0,0. Also man kann es nicht wirklich dann zurückschließen. Hier ist nochmal eine Frage, die ich auch ganz interessant fand. Das ist so ein bisschen unterbelichtet. Es gibt ja nicht nur, also China und auch Russland haben ja beide auch Impfstoffe entwickelt, sogar mehrere. Haben Sie da eigentlich ein bisschen Einblick? Also wie soll man die hier von Europa aus einschätzen? Also wie gut sind da die Daten? Was wissen Sie darüber? Können Sie da was sagen, Herr Kremsner? Ich muss immer als Erster, aber ist in Ordnung. Sie können mich ja unterbrechen, Herr Kollege. Wir wissen natürlich das, was publiziert ist. Das lesen wir angeregt, zum Teil in Sekundärliteratur, zum Teil sind wir schneller und sehen dann im Lancet oder New England Journal of Medicine die Publikationen. Es ist da einiges publiziert. Sobald man aus den Daten der Phase 1 sieht, sind das durchaus sehr verträgliche und sichere Impfstoffe und nicht schlechter, also ganz sicher nicht schlechter als der Oxford-Impfstoff zum Beispiel. Ob es Wirksamkeitsdaten gibt, das weiß ich nicht. Das ist nicht wissenschaftlich publiziert. Beim russischen Impfstoff wurde durch Zeitungsnachrichten kolportiert, dass er 92% wirksam ist.
Wenn das so ist, ja, dann ist das sicher besser als der Oxford-Impfstoff. Mhm. Herr Sander, haben Sie... Ja, ich kann wieder, ich schließe mich an. Und auch vieles habe ich auch dann aus sekundären Berichten. Ich glaube, dass das vom Prinzip der russische Impfstoff, so wie er konzipiert ist, eigentlich so auf dem Papier erstmal ein guter Impfstoff sein könnte. Und auch die inaktivierten Impfstoffe, das, was man gesehen hat an Daten aus China, sieht erstmal gut aus. In Europa und der westlichen Welt wird man erstmal vorsichtig mit inaktivierten Viren. Und es könnte durchaus sein, in China wird das ja schon relativ breit eingesetzt, dass sie auch gut funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass wir den hier in der Breite jetzt haben werden. Aber ich vom Prinzip her, so wie die Impfstoffe gemacht sind, glaube ich, sind die nicht schlecht. Aber wir haben halt eben nicht so die Einblicke wie mit den Kandidaten, die jetzt dazu lassen kommen. Aber es wird im Wesentlichen abhängig davon, ob die Produzenten eine Zulassung in Europa beantragen. Wenn sie das machen, denke ich, mit ordentlichen Daten haben sie die gleichen Chancen wie auch jetzt ein Impfstoff von AstraZeneca. Wenn der durchkommt, na, dann sollten auch ein paar russische und chinesische Impfstoffe durchkommen. Genau. Dann kommen wir vielleicht mal zu den, was man schon über die Nebenwirkungen weiß, von den bisher veröffentlichten Daten zu den Impfstoffen. Es gibt ja jetzt ein paar Meldungen aus USA, aus Alaska, sozusagen anaphylaktische, allergische Reaktionen, die zwar gut behandelbar waren, aber auch auftreten können, glaube ich. Vielleicht können Sie beide dazu was sagen. Also vom Nebenwirkungsprofil, vielleicht Herr Sander, fangen Sie mal an. Wie schätzen Sie das ein? Sie haben eben vorhin gesagt, ja, Sie sind gut verträglich. Was ist zum Beispiel mit diesen allergischen Reaktionen, die wir jetzt nach den RNA-Impfstoffen zumindest in einzelnen Fällen gesehen haben, aber noch nicht in den klinischen Studien interessanterweise? Also sehr gern, da fange ich gern an, das kurz zu sagen und dann kann der Kanzler es ja vielleicht nochmal ergänzen. Ich glaube, das ist wichtig, sich klarzumachen, dass die mRNA-Impfstoffe anscheinend eine relativ hohe Reaktogenität haben, also dass man eine gewisse Nebenwirkung wie bei einem ganz leichten viralen Infekt hat und dass diese so zeigen, dass diese Daten zumindest vom BioNTech-Impfstoff dann sehr transient sind, einen Tag vielleicht so am zweiten Tag nach der Impfung, diese Allgemeinsymptome, wie ein bisschen Kopfschmerzen, können auch Gliederschmerzen machen. Ganz paar wenige haben auch erhöhte Temperaturen bekommen und ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle. Das sind aber alles, waren alles eher milde oder moderate Symptome. Ich glaube, das ist nur wichtig, dass man sich das vorher klar macht, dass es auftreten kann, dass man dann nicht überrascht ist oder denkt, jetzt habe ich einen Infekt bekommen. Und ich sehe es sogar als ein bisschen ein gutes Zeichen, weil das Immunsystem anscheinend sehr ähnlich reagiert wie auf einen leichten viralen Infekt. Und ich schon eigentlich seit längerer Zeit denke, dass diese mRNA-Impfstoffe sehr gut in der Lage sind, so eine natürliche Infektion gewissermaßen für das Immunsystem vorzutäuschen oder nachzuahmen. Das könnte auch sinnvoll sein. Warum ist es zu diesen allergischen Reaktionen gekommen? Diese mRNAs müssen in bestimmten Formulierungen verpackt werden, damit sie in die Zelle reinkommen. Also sind einige Stoffe dabei, Lipide. Und einige dieser Inhaltsstoffe, da können Menschen darauf sensibilisiert sein und allergisch darauf reagieren. Ich weiß jetzt von den zwei Fällen in England, dass das zwei Personen waren, die schon mit einem Autoinjektor für Adrenalin ausgestattet waren, also eine Vorgeschichte von schwersten anaphylaktischen Schockreaktionen anscheinend hatten, sonst hätten sie dieses Medikament nicht dabei. Und solche Personen werden natürlich nicht in klinischen Studien eingeschlossen. So eine Neigung haben bei jedem Medikament, was Sie geben, bei einer Person, die eine Neigung zu so einer schweren allergischen Reaktion hat, das kann auch ein Antibiotikum sein, müssen Sie aufpassen, das genau abfragen. Und bei jeder Impfung kann es, das ist zwar sehr selten, kann es zu allergischen Reaktionen kommen, wie auch bei Nahrungsmitteln und wie auch bei anderen Medikamenten. Das wäre im Prinzip meine Einschätzung dazu, dass das Risiko insgesamt eher gering ist. Und dazu, Herr Kremsner, nochmal die klinische Frage, wenn so eine anaphylaktische Impfreaktion auftritt, ich hoffe, im Notfallkoffer eines Mediziners sind dann auch die entsprechenden Maßnahmen sozusagen verfügbar. Wäre das auch bei Impfungen im Altenheim so, wenn wir jetzt in Deutschland BioNTech-Impfstoffe, sage ich mal, Beispiel bei Hochbetagten im Altenheim verimpfen, kann man da sicherstellen, dass so eine auftretende Reaktion beherrschbar wäre? Ja, in der Regel schon. Also das ist jetzt ein sehr günstiger Zeitpunkt, dass man sich impfen lässt. In den klinischen Studien sowieso. Wir trainieren ununterbrochen. Alle halben Jahre haben wir unser Auffrischprogramm. Wir haben gerade vor dem Start der Phase 3 auch nochmal alle geübt. Und ja, also alles, was man so machen muss, gerade bei solchen Reaktionen, wie schnell das dann geht. Und das funktioniert dann. Das wird auch bei diesen Massenimpfungen jetzt so sein.
wenn man sowas kriegen muss, dann lieber jetzt als irgendwo beim Hausarzt oder wenn man dann schon in den Bus einsteigt nach dem Besuch beim Hausarzt. Also lieber jetzt als dann. Und man wird jetzt sehr viel lernen auch, bei welchen Impfstoffen das überhaupt vorkommt und wie häufig. Aber es ist sehr selten, das kann man jetzt schon sagen. Können Sie was zu dem CureVac-Kandidaten, was das Nebenwirkungsprofil angeht, ordnet der sich bisher nach den Erfahrungen mit den anderen ein oder hat der irgendwie, ist der da anders oder gibt es da Unterschiede? Es gibt wenig Unterschiede zu den mRNA-Impfstoffkandidaten. Die sind von dem Nebenwirkungsspektrum sehr vergleichbar, sehr ähnlich. Wir haben natürlich noch keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gehabt in jetzt vielen Hunderten, die wir inzwischen geimpft haben. Aber es sind natürlich nicht 100.000, wie jetzt bei dem BioNTech-Impfstoff. Und es ist nicht auszuschließen, dass dann in der Frequenz von 1 zu 1.000, 1 zu 10.000 oder so doch schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. Bisher ist es so, wie beschrieben hat, dass doch zwei Drittel bis fast alle irgendwie so eine leichte, ich sag's mal, grippale Symptomatik haben, etwa 10, 12 Stunden nach der Impfung beginnend bis 24, 36 Stunden nach der Impfung. Mhm. Kann man denn eine eventuelle allergische sozusagen Vorempfindlichkeit irgendwie testen? Kann man das vorher noch checken, wenn man sozusagen, bevor man Menschen impfen würde? Oder würden die dann ausgeschlossen werden müssen? Geht das? Nein, das kann man machen. Bei der Phase 1 haben wir jetzt sehr konsequent ausgeschlossen, bei der Phase 3 und bei der Phase 2 schon haben wir da eher locker aufgenommen. Wir nehmen jetzt alle Allergiker auf, außer schwerste Allergiker. Da haben wir jetzt ein bisschen zurückgerudert. Die schließen wir aus, also solche Erdnussallergiker zum Beispiel, wie Kollege Sanders sie beschrieben hat und in England aufgetreten sind, die würden wir jetzt in der Phase 3 nicht aufnehmen, aber alle anderen, die Heuschnupfen haben, so wie ich, fast 40% der Bevölkerung, die nehmen wir auf und das ist auch kein Problem. Hier kommt eine Frage, ob es ungefährlich ist, auch geimpft zu werden, wenn man gerade erkrankt ist, also vielleicht mit schwachen Symptomen, dass man von Covid eigentlich gar nicht so richtig was merkt. Ist das ein Problem, in die Krankheit hinein zu impfen, wenn sie leicht verläuft? Herr Sander? Also das ist, glaube ich, kein Problem und das ist ja auch vorgekommen in den Studien, kann das ja passieren und danach wurde ja auch geschaut und da gab es jetzt kein Signal. Es gibt auch bei anderen Infektionskrankheiten, bei denen man bei einer möglichen Infektion kombiniert passiv und aktiv impft, zum Beispiel zur Sicherheit. Und wie gesagt, in den Studien bisher, das kann ja immer auftreten bei 40.000, die Sie in Ihrer Studie haben, dass auch welche sich dann in der Zeit gerade infiziert haben, das noch nicht detektiert haben. Ich sehe da kein Problem. Aber kann ich nur unterstreichen, vielleicht ein paar interessante Sachen dazu, die wir auch gerade mit unserer Tätigkeit in Afrika sehen. Da ist es natürlich schon so, also grundsätzlich ist der infiziert ist mit anderen Mikroben, der hat in der Regel dann eine schlechtere Immunabwehr, aber die Impfung schadet nicht oder ist nicht schlechter verträglich als jetzt bei einem völlig gesunden. Aber wenn wir jetzt Menschen mit einer asymptomatischen Malaria-Parasitämie impfen oder mit Würmern, wie zum Beispiel Schistosomen und so weiter, da haben wir sehr schöne Untersuchungen gemacht mit Grippeimpfstoffen und anderen Impfstoffen, dann haben wir deutlich geringere Immunabwehr, die wir anregen können im Vergleich zu so gesunden wie möglichen, also die, die keine parasitären Infektionen haben, zum Beispiel. Mhm. Hier kommt nochmal eine Frage nach den vier Impfstoffen, die sich jetzt da in der EU jedenfalls in diesem Rolling Review oder im Zulassungsprozess befinden. Und da ist die Frage, ob es da für bestimmte Personengruppen mehr oder weniger geeignet sind. Also ich habe jetzt vor allem jetzt BioNTech, Pfizer und Moderna, das sind die RNA-Impfstoffe, aber auch den von AstraZeneca und vor allem den, über den wir noch nicht gesprochen haben, von Johnson & Johnson. Das ist ja auch ein adenoviraler Vektorimpfstoff. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, versuchen die das als One-Shot, also nur eine Impfung in der Phase 3 zu testen, was ja sehr attraktiv wäre wahrscheinlich, wenn das eine hohe Wirksamkeit erzielen könnte. Haben Sie da eine Einschätzung zu? Also welche Personengruppen werden durch welchen Impfstoff vermutlich am besten adressiert? Wer will anfangen? Gleich lieber den Vortritt, weil ich dazu nichts Gescheites antworten könnte. Ich kann auch nur allgemein Plätze verbreiten. Also
Also ich glaube jetzt erstmal, das ist meine persönliche Meinung, dass die mRNA-Impfstoffe sehr versatil einsetzbar sind. Da gibt es jetzt a priori für mich keine totale Kontraindikation bei irgendeiner Bevölkerungsgruppe. Ob es dann unterschiedliche Unterschiede in der Verträglichkeit bei bestimmten Vorerkrankungen oder Altersspektren oder sowas dann gibt, wenn wir sie breit anwenden und dann vielleicht doch beispielsweise einer der Proteinimpfstoffe oder meinetwegen auch ein Vektorimpfstoff gibt, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, das haben Sie ja auch gesagt, das Nebenwirkungsspektrum oder das, was wir sehen, ist ja ähnlich zwischen den Vektorimpfstoffen und dem mRNA-Impfstoff. Und zu dem zweiten Teil der Frage, ob das mit einem One-Shot funktionieren kann, das müssen wir halt abwarten. Ich glaube, das in der Tat wäre das attraktiv. Ich meine, diese Daten, die wir jetzt gesehen haben von BioNTech Pfizer, legen ja auch nahe, dass schon nach der ersten Gabe ein gewisser Schutz da ist. Was wir nicht wissen, ist, wie langwierig dieser Schutz dann ist, wenn man nur einmal impft. Das ist eben nicht untersucht worden und deswegen sagt man halt, wir sollten uns alle zweimal impfen lassen, weil das ist eben das, was untersucht wurde. Und man geht, das ist halt ein gängiges immunologisches Prinzip, dass wenn man zweimal dasselbe Antigen exponiert, bildet sich eben besser ein Immungedächtnis aus. Aber da kann ich noch nichts zu sagen. Natürlich wäre es schön, wenn wir welche hätten mit nur einem Shot, weil wir dann schneller durchkämen. Wie sieht das eigentlich mit dem Zeitfenster zwischen erster und zweiter Impfung aus? Leute werden krank, können dann doch nicht geimpft werden in dem Zeitfenster, sind nicht da. Ist das eigentlich ein Problem oder kann man auch nach einem Monat, zwei Monaten noch die zweite Impfung machen oder hat das auf die Effektivität einen Unterschied? Geht. Nein, das ist wurscht. Also bei fast allen Impfungen, wichtig ist diese erste Impfung und dann die zweite. Ja, unter 3 Wochen würde ich nicht gern gehen, unter 2 Wochen sicher nicht, aber der Rest ist dann Geschmackssache. Eine Bemerkung zu der Frage vorhin, was wir jetzt gesehen haben, so, das weiß ich jetzt tatsächlich besser als alle anderen, vielleicht das einzige überhaupt. Bei unseren Studien sehen wir, dass die Jungen, also der 20-jährige Geimpfte, der wird schon ordentlich krank. Der hat da schon so einen quasi ordentlichen fieberhaften Infekt oder so was ähnliches, wie Kollege Sander beschrieben hat, der auch 2 Tage dauern kann, ist angeschlagen, während der alte Mann, wie ich zum Beispiel, ja, der verträgt das ganz gut. Der hat kaum was. Also da gibt es eine große Unterscheidung im Alter, der 20-Jährige im Vergleich zu 50- und 60-Jährigen. Und auch ein bisschen schlechter bei den Frauen als bei den Männern wird der Impfstoff vertragen. Herr Sander, hat man da eigentlich irgendeine immunologische Idee, woran liegt das eigentlich, dass die RNA-Impfstoffe doch relativ reaktogen sind? Also woran liegt das eigentlich immunologisch gesehen? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also ich glaube, wir haben uns da vor ein paar Jahren mal mit beschäftigt. Also RNA ist eben ein Molekül, was von allen terrestrischen Lebewesen als Informationsmolekül genutzt wird. Und unser Immunsystem ist aber auch darauf ausgerichtet, RNA zu erkennen. Was wir vor ein paar Jahren untersucht haben, ist eben, es gibt eine generelle Beobachtung, dass häufig Lebendimpfstoffe, attenuierte Lebendimpfstoffe, eine sehr robuste und sehr langlebige Immunität induzieren können, was man teilweise mit abgetöteten Erregern nicht immer so hinbekommt. Und die Erkennung von mikrobieller RNA ist eben ein Signal fürs Immunsystem, die dazu führt, dass sehr starke Antworten aktiviert werden. Das haben wir mal vor ein paar Jahren uns wissenschaftlich angesehen. Und von daher fand ich die Möglichkeit schon immer sehr attraktiv, mit einer RNA sowohl das Antigen als auch ein Stimulans für das angeborene Immunsystem zu verabreichen. Weil bei anderen Impfstoffen müssen Sie einen Adjuvans, einen Hilfsstoff dazu mischen. Den müssen Sie bei den mRNA-Impfstoffen nicht dazu mischen, weil gleichzeitig die Immunzelle durch die Struktur der RNA aktiviert wird. Das kann zwar unterschiedlich stark sein, weil die auch modifiziert werden von einigen Firmen, von anderen nicht. Und das führt aber zu einer Aktivierung von Immunantworten, die eben dann sehr ähnlich sind wie bei lebendigen Viren. Und das finde ich auch sehr schön, weil man eben ein sehr ähnliches Nebenwirkungsspektrum sieht, die eben wie bei einem viralen Infekt ist. Und deswegen glaube ich, dass dort sehr gute und sehr robuste Immunantworten aktiviert werden, eben auch bei alten Menschen. Und was man weiß, ist, dass die Erkennung von RNA zum Beispiel auch im sehr jungen Immunsystem bei Neugeborenen eines der Signale ist, was schon vollständig ausgebildet ist, während sich andere Signalwege erst noch ausbilden. Und ich glaube, bei älteren Menschen ist das in der Tat auch noch einer der Schutzmechanismen, die noch sehr gut erhalten sind. Deswegen, das ist jetzt alles Spekulation von meiner Seite, weil das hat eben noch keiner untersucht. Das wäre ein Interesse, so etwas zu untersuchen, ist eben, dass eine RNA-basierende Impfung möglicherweise sehr gut
funktionieren kann. Andererseits auch den Vektorimpfstoffen werden sie dann in den Zellen, wird auch virale RNA gebildet, also sozusagen, um dann auch die Vorlage für die Proteine zu machen, dass möglicherweise dort auch ähnliche Signalwege aktiviert werden. Das muss untersucht werden, das sind jetzt Spekulationen, sicherlich auch ein bisschen vorgeprägt durch unsere eigene Arbeit, da kann man auch andere Ansichten haben, aber das wäre jetzt meine ganz persönliche Interpretation davon. Herr Kremsner, nochmal an Sie, die Frage kommt hier, also der BioNTech-Impfstoff, der ist in den Großbritannien, USA ja schon ab 16 Jahren freigegeben worden. Die EU hat ja noch nicht entschieden, wissen wir noch nicht, aber da waren ja gar nicht so viele Jugendliche eingeschlossen. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die Impfstoffe, die RNA-Impfstoffe bei den Jugendlichen, jungen Menschen eher reaktogen sind und die ja wiederum, aber wenn sie infiziert sind, eher leicht erkranken oder manchmal sogar gar nicht. Schafft das nicht ein bisschen ein Dilemma? Also was heißt das jetzt? Also, oder würden Sie sagen, naja, das ist reaktogener, aber wenn man das gut aufklärt, dann ist das okay für den Jugendlichen? Oder wie ist da die Einschätzung zur Impfung bei sehr jungen Menschen? Ja, also individuell würde ich mir als 20-Jähriger die Impfung nicht geben lassen. Nicht geben lassen? Aber wohl als 80-Jähriger. Da hat man nur Nutzen. Kaum Nebenwirkungen und scheinbar einen sehr guten Nutzen, wenigstens über die Zeit, die man geprüft hat. Der 20-Jährige, der wird sowieso nicht krank. Natürlich gibt es die Ausnahmen, angeblich war das sogar ein ZDF, das ärgert mich ein bisschen. Aber der normale 20-Jährige, das ist die Regel. Der hat kein Problem mit Covid-19. Ich will nicht sagen, dass es nicht jemanden gibt, der auch sterben kann daran. Aber das ist wie mit dem Flugzeugabsturz zwischen Berlin und Stuttgart, wenn ich da fliege. Das kann mich auch erwischen, aber die Chance ist gering. Werden denn jetzt in der CureVac-Studie auch Jugendliche eingeschlossen oder Jüngere? Gibt es da eine Alterseinschlussgrenze bei Ihnen in der klinischen Studie? Wir schließen alle ab 18 ein bis 125. Und wir haben ein sehr großes Spektrum schon an Interessierten, die sich da beworben haben. Aber es gibt diese Unterschiede eben, wie gesagt, im Alter und der Reaktogenität. Ja, und dann haben wir noch das ganz knifflige Thema Kinder und Schwangere. Haben wir bisher gar nicht kleine klinischen Daten zu. Was machen wir da? Also gibt es da noch was zu erwarten oder was würden Sie als Kliniker sozusagen sagen? Erstmal warten oder ist das eine Einzelfallabwägung? Herr Sander. Also in der Tat, da haben wir keine Daten. Ich glaube, das Paul-Ehrlich-Institut plant jetzt auch da eine Untersuchung zu, weil natürlich auch Leute unbemerkt schwanger sein können oder schwanger werden. Und das muss man sich dann natürlich untersuchen, was ist, wenn man da impft. Ich gehe jetzt primär erstmal nicht davon aus, dass es ein Problem ist, aber aktuell ist das eben eine Kontraindikation für die Impfung, wenn man weiß, dass man schwanger ist. Schwangere haben ein, soweit ich jetzt richtig informiert bin, leicht erhöhtes Risiko, schwerere Verläufe zu nehmen, ist nicht ganz so stark wie bei Influenza, wo Schwangere noch stärker auch betroffen sein können. Für die Kinder sehe ich das ganz genauso wie Herr Kremsner. Für die ist der individuelle Nutzen derzeit fast null. Es gibt eigentlich quasi keine Kinder, die schwerst erkranken, wenn sie nicht eh schon eine sehr schwere Vorerkrankung haben. An der Charité haben wir also wirklich, das sind Einzelfälle von dann aber auch schwer vorerkrankten Kindern gewesen. Von daher, da sehe ich diese Einschränkung ganz genauso. Wo dann bei den jüngeren Personen, ja, wo kippt die Risikoabwägung? Ja, also sicher in der Adoleszenz irgendwann sieht man dann Unterschiede, weil wir durchaus dann auch Jugendliche und junge Erwachsene haben, Einzelne mit schweren Verläufen, aber Kinder eigentlich nie. Also da sehe ich so ein bisschen so eine Grenze und dann wird es gradueller Unterschied. Sicher ist das Mortalitätsrisiko sehr gering bei den Jungen, aber ich kann nur aus dem Kreise auch von Mitarbeitern und Bekannten und Ähnlichen berichten, dass wir mit den Folgeerscheinungen der Covid-19-Erkrankung auch nicht zu spaßen ist. Da gibt es doch auch eine ganze Reihe Personen, die lange, lange Zeit nicht mehr belastbar sind und wo wir noch nicht richtig abschätzen können, wie da am Ende die Belastung sein wird, wie lange solche Beschwerden anhalten können. Wir haben schon mehrfach über das Chronic Fatigue Syndrom gesprochen, was, glaube ich, ein relevantes Problem darstellt, was man derzeit noch nicht behandeln kann. Auch andere Nebenwirkungen. Aber klar ist, dass natürlich die älteren Menschen als erstes am allerdeutlichsten profitieren. Davon profitiert auch unser Gesundheitssystem, weil die nicht auf den Intensivstationen landen, die versterben. Deswegen ist das natürlich richtig. Irgendwann kommt man in einen Bereich rein, wo man aber, glaube ich, sagt, ich glaube auch bei jungen Menschen, es besteht noch ein individueller Nutzen, der ist aber eben nicht so groß wie bei den über 80-Jährigen. Und das heißt aber, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass vom Nebenwirkungsprofil, zumindest bei den RNA-Impfstoffen, zu hoffen ist, dass die sozusagen bei älteren Menschen eher geringer ausfallen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Oder, das stimmt so.
Das stimmt so für den CureVac-Impfstoff. Und das Wenige, was ich auch aus den Daten ziehen kann von den anderen Impfstoffen, ist das genauso. Vielleicht noch ein Wort zu den Kindern. Schwangere sind immer so eine heikle Gruppe. Da geht man immer ganz, ganz, ganz am Schluss erst daran. Aber bei den Kindern würde ich sagen, sollten wir, wenn wir infektionsverhindernde Impfungen haben, auch impfen. Wenn wir dann auf Herdenimmunität und ja, vielleicht irgendwann auch mal Elimination oder Eradikation, vielleicht sogar weltweit gehen. Aber sicher sind die genauso wenig wie junge Erwachsene, ja, nicht unbedingt die, die sich jetzt impfen lassen müssten, auch wenn sie selbst entscheiden können. Aber ja, so, es gibt ja einzelne Verläufe, die dann auch im Spital enden. Aber ich wiederhole es nochmal. Für den 20-Jährigen ist Covid-19 keine Gefahr. Das ist die Regel. Ausnahmen gibt es immer. Aber der 80-Jährige, der muss sich hüten vor Covid-19. Hier ist nochmal eine Frage zu dem Spektrum der Impfstoffe. Und da gibt es ja auch von Herrn Spahn immer wieder Aussagen, wann es Impfstoffe geben wird, die sozusagen auch beim Hausarzt verimpft werden können. Jetzt aus Wissenschaftlersicht, haben Sie da eine Prognose für sich? Also es gibt ja jetzt Impfstoffe, die kommen, die sozusagen nur noch eine Kühlung im Kühlschrank sozusagen benötigen. Wie schaut das bei Ihnen aus? Also hat der Spahn da recht? Er sagt irgendwie ein halbes Jahr. Oder kann das auch schon vorher passieren? Wie sieht es mit CureVac aus zum Beispiel, Herr Kremsner? Ja, danke sehr. Herr Spahn hat immer recht. Ich telefoniere gerne mit ihm. Mag ihn auch gerne. Bei CureVac ist es so, dass es da natürlich viele Bestrebungen gibt, etwas hinzukriegen, und das wird auch demnächst so sein. Ich kann nicht voraussagen, wann, dass man diesen Impfstoff auch auf dem Küchentisch in den Tropen bei 30 Grad Celsius lagern wird können über längere Zeit. Noch ist es aber so, bis heute, dass wir für die Phase 3, und das ist eigentlich Zulassungsreife, die Impfstoffe bei minus 80 Grad lagern und nur am Impftag jeweils eine Charge auftauen und diese verimpfen über den Tag, und am Abend müssen wir sie per Verfahrensanweisung verwerfen. Am nächsten Tag tauen wir sie wieder von minus 80 auf und können sie dann über Stunden im Kühlschrank lagern. Das ist das, was bis heute ist. Aber grundsätzlich, aber da muss man eben diese Funktions- und Stabilitätsprüfungen machen, ist der CureVac-Impfstoff, soweit ich das weiß und einschätzen kann, sehr gut haltbar, auch bei hohen Temperaturen. Genau, ich habe noch eine Frage an Herrn Sander nochmal, und zwar, wie sieht das aus mit Menschen, die sozusagen entweder ältere oder Vorerkrankungen, geschwächtes Immunsystem haben, also praktisch Immundefizienzen haben? Wie sieht das bei denen aus? Waren die an Studien beteiligt? Und was weiß man da bisher eigentlich? Also wenn ich sozusagen im weitesten Sinne unter einem geschwächten Immunsystem leide, was heißt das jetzt für die Möglichkeit zur Impfung? Prinzipiell gilt ja, dass Menschen mit einem geschwächten Immunsystem eine erhöhte Gefahr haben, sich an Infektionskrankheiten zu erkranken. Von daher gilt bei denen natürlich besonders die Empfehlung, sich impfen zu lassen. Es hängt natürlich, Immunsuppression ist nicht gleich Immunsuppression. Es gibt verschiedenste Arten von Behandlungen. Und es kann durchaus sein, dass bestimmte Impfstoffe eben auch nicht wirken können, wenn sie eine schwere Immunsuppression haben. Da gibt es Abstufungen. Zurzeit ist es auch so, dass wir bei den neuen Impfstoffen und auch bei Covid-19 das Korrelat des Immunschutzes nicht genau definieren können. Brauchen Sie unbedingt einen neutralisierenden Antikörper über einen bestimmten Titer, um sich zu schützen? Oder kann eine T-Zell-Antwort hier auch sozusagen einen Teilschutz liefern? Und auch da gibt es Unterschiede bei Impfstoffen. Es gibt Hinweise, dass man bei einem Masernimpfstoff auch sozusagen über die T-Zell-Antwort sich schützen kann. Und das ist bei anderen Infektionskrankheiten auch so. Das sind alles Dinge, die man jetzt untersuchen muss. Auch wir wollen das untersuchen. Was ist denn mit Personen, die bestimmte Handlungen beispielsweise hinter sich haben oder Erkrankungen, Grunderkrankungen haben? Hilft der Impfstoff dort noch genauso gut? Per se glaube ich, dass es immer in diesen Gruppen, Patientengruppen eine gute Idee ist, sich impfen zu lassen und versuchen zu schützen. Aber in den Studien werden jetzt natürlich primär nicht Personen eingeschlossen, die eine schwere Immunsuppression haben, es sei denn, Herr Kremsner weiß da noch mehr. Nein, das ist noch richtig. Wir schließen diese aus, genauso wie Autoimmunerkrankungen, schwerste Allergien, Schwangerschaften und solche, die ja akute Malignome haben. Genau, ich habe noch eine Frage.
die wird hier mehrfach gestellt, ob man als Einzelperson eigentlich künftig, wenn mehrere Impfstoffe zugelassen wären, ob man dann Einfluss nehmen kann, welchen Impfstoff ich bekomme. Also darf ich eigentlich einen Impfstoff ablehnen und möchte einen anderen haben? Wie ist denn das eigentlich? Herr Kremsner. Ja, grundsätzlich ist das so. Natürlich sehen Sie die Influenza-Impfstoffe. Sie können sich letztlich, wenn Sie einen Arzt finden, der mit Ihnen das macht, aber da wird es auf jeden Fall welche geben, aussuchen, wenn Sie von den 10, 15, 20, weltweit gibt es noch viel mehr, die zugelassen sind, nehmen. Ach so, dann kommt hier noch eine wichtige Frage. Da gibt es ja auch viel Verwirrung oder ein bisschen Verwirrung. Wenn ich zweimal geimpft bin, also ordentlich geimpft mit den Impfstoffen, die jetzt sozusagen schon klinisch geprüft wurden, bin ich dann eigentlich noch ansteckend für andere oder nicht? Wenn ich infiziert werden sollte. Herr Sander. Wenn ich infiziert werden, dann schon. Also so würde ich das sagen. Wie bitte? Habe ich Sie nicht richtig verstanden? Ja, wenn Sie infiziert werden, sind Sie ansteckend. Herr Sander? Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage 100% korrekt verstanden habe. Die Frage, ob sozusagen auch effektiv Transmission verhindert werden kann durch die Impfung, ist ja noch nicht 100%ig geklärt. Aber natürlich diejenigen, die sich dann symptomatisch angesteckt haben, die werden schon auch infektiös gewesen sein. Das sehe ich ähnlich. Muss halt klären, woran es liegt bei den wenigen Personen möglicherweise, die sich trotz Impfung noch anstecken, woran das liegt. Das wird man nicht, das wissen wir natürlich noch nicht und das ist auch eine Frage, die man untersuchen sollte. Gibt es sogenannte Impfversager, die einfach nicht ansprechen oder war dann irgendwie ein Problem mit der Impfung? Und das denke ich, wird man sich noch angucken müssen. Die generelle Frage, ob die Übertragung des Virus durch eine Impfung reduziert wird, ich denke ja, aber das muss jetzt eben noch systematisch untersucht werden, weil bei der BioNTech-Pfizer-Studie jetzt eben nicht regelmäßig abgestrichen wurde und geschaut wurde, wie viel asymptomatische Infektionen es gab, die dann ja potenziell wieder hätten übertragen können. Genau. Gut, dann kommen wir eigentlich, wir haben noch 4 Minuten schon zum Ende. Ich hatte Sie ja gebeten, am Ende vielleicht nochmal so ein Fazit zu ziehen. Also nächste Woche, wenn ich das richtig verstanden habe, kurz nach Weihnachten soll es erste Impfungen geben. Was wären so Ihre Kernbotschaften auch für die Journalisten da draußen? Wir sind über 50 Kolleginnen und Kollegen. Wie sollen die jetzt mit der aktuellen Datenlage und dem Impfbeginn umgehen? Haben Sie da sozusagen Berichterstattungstipps oder was wären Ihre Kernbotschaften am Ende? Herr Kremsner. Danke sehr. Also es geht um die Impfung von Covid-19, nicht um die Öffnung der Opernhäuser. Genau. Ah ja, gut. Ja, ich freue mich sehr, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass wir als Christkindl-Geschenk einen Impfstoff kriegen, zugelassen von der obersten europäischen Zulassungsbehörde. Und da kann ich nur sagen, wir sollten jetzt möglichst in der EU, wo er dann zugelassen wird, hoffentlich alle über 65-Jährigen so schnell wie möglich impfen. Dann können wir wieder feiern gehen, in die Oper gehen oder ins Fußballstadion gehen. Das geht mir auch schon ab. Darauf hoffe ich, dass das bald wieder der Fall ist. Danke sehr. Herr Sander, wie schauen Sie auf den Impfbeginn? Ja, ich glaube, das wird ein sehr intensives Jahr werden, weil wir da logistische Anstrengungen haben, zusammen mit dieser Pandemiesituation, die aktuell ja weiterhin sehr ernst ist und sehr angespannt ist und wir das parallel beginnen müssen. Ich freue mich auch sehr, dass wir, und da gehe ich fest von aus, jetzt mehrere effektive Impfstoffe zur Verfügung haben werden und sehe es ähnlich, dass wir schnell versuchen müssen, möglichst viele in der Risikogruppe zu impfen, damit wir im nächsten Winter deutlich weniger schwere Fälle haben und deutlich weniger Belastungen im Gesundheitssystem haben. Ich finde es wichtig, dass wir jetzt relativ viel auch über die Impfung sprechen, aufklären und transparent sind, auch was Nebenwirkungen und Ähnliches angeht, weil es wird auch viel davon abhängen, wie die Akzeptanz dieser Impfung ist. Und da hoffe ich, dass es da eine transparente und gute, offene Berichterstattung gibt, die auch die Bevölkerung aufklärt darüber. Genau, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Nochmal der Hinweis an alle Kolleginnen und Kollegen, wir werden da möglichst schnell ein Transkript erstellen. Wenn jemand das Video sozusagen schon vorher haben möchte, kann er auch an die Redaktion @sciencemediacenter.de schreiben. Und ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir am Montag um 15 Uhr noch ein Pressbriefing machen werden zum Thema Pharmakovigilanz. Also wie werden eigentlich jetzt mögliche auftretende Nebenwirkungen sozusagen, wie können wir die feststellen, welche treten auf und da werden wir eine Vertreterin vom PAI dabei haben
Und wir werden auch über die Impfkommunikation und was man eigentlich in der Impfkommunikation auch gerade mit Blick auf Impfnebenwirkungskommunikation falsch oder richtig machen kann, werden wir am Montag nochmal ein Pressbriefing haben. Und da lade ich Sie schon mal ganz herzlich zu ein. Ja, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Experten. Ich glaube, das war sehr umfangreich und viele Fragen konnten beantwortet werden. Und dann wünsche ich den Kolleginnen und Kollegen auch viel Erfolg bei ihrer Berichterstattung. Vielen Dank.